Ihr wollt wissen, warum ich die Liste hier leer mache? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal Käffchen. So. Wir wollen andere Musik. Wir wollen heute die letzten 15 Fabrikatoren setzen. Weil ich bin gerade hier einmal komplett durchgegangen. Alles, was wir hier aufgebaut haben bisher. Und habe mir das in der Excel-Tabelle zusammengesucht, damit ich weiß, was ich überhaupt noch zu tun habe. Es fehlen drei Produkte. Nämlich Platinen, die elektromagnetischen Kontrolldinger. Die Elektro... Steuerstäbe, genau, so heißen die Teile. Und Statoren. Und praktischerweise für die Kontrollstäbe brauche ich Statoren und die AI-Limiter, also hier KI-Begrenzer. Und tada, die sind direkt hier. Das heißt, ich kann die 5 Apparillos für die Control Rods direkt hier hinstellen. Und da wir ja rechts ohne Input, links mit Input. Okay. Dann machen wir rechts. Rechts wäre dann so. Stellen uns. Komm. Lass mich doch da drauf. Ich hätte das jetzt gerne so gehabt, dass ich die. Egal. Wir müssen eben ein bisschen Platz schaffen. Wie muss ich die denn setzen hier? Nicht ganz mittig, sondern ein Stückchen abseits. Wir ziehen uns das dahin. Das ist jetzt unsere Referenz hier. Versuchen wir beizubehalten, was überhaupt nicht klappt. Habe ich hier noch irgendwo... Das ist alles so. Den wird schieben. Nicht drehen. Geht auch nicht weg. Das ist alles noch ein bisschen buggy. So. Und jetzt hätte ich dich gerne der gleichen Höhe. So. Das würde doch bedeuten, ich muss das genau auf die Mitte da setzen. Da ist der... Das kriege ich hin. Dann machen wir das dahin. Hier ist genug Platz. Das sieht perfekt aus. So wollte ich es doch haben. Stelle ich mich denn so an? So, und daneben setzen wir uns den links mit Input. Das ist schön, dass der links rechts steht. Müsste da Leute, die das jetzt so richtig, richtig, richtig hart ärgert. So, da haben wir die Linie. Da haben wir die Linie. Passt. Müssen wir uns nur überlegen, eine Seite davon muss weg. Und da wir hier weniger haben, nehmen wir die. Dich weg. Nehm dich. So, und da müssen wir dann nichts anschließen. Logistik, da wollte ich hin. So. Und, also, ich habe mir vorgenommen, da fixen wir es ja sowieso, das vom letzten Mal ist, werden wir jetzt nicht da komplett durchgehen. Also quasi über Weihnachten bin ich sowieso im Urlaub. Folgen werden trotzdem kommen, die produziere ich vor. Das heißt, wir gucken uns, also holen uns die Sachen aus dem Kalender irgendwie am 2., 4. Januar raus. Müsste das sein?
vielleicht auch am zweiten. Ich weiß nicht, wie weit ich vorproduziere, ob ich den Montag noch mitnehme, weil da ist eigentlich Rückreise angesagt. So. Von daher. Das wäre da ein bisschen schwierig. Könnte knapp werden. Will ich lieber lassen. So. Ziehen wir das hier hin. Und dann kommt hier in der Mitte. Dementsprechend machen wir das dann Anfang Januar halt. Wird einmal der Adventskalender geplündert. Und das passt dann auch. Ja, da das hier die letzten Maschinen sind, die wir setzen müssen. Das ist immer ein bisschen blöd, dass man hier. Jetzt glaube ich, die Musik ein bisschen leiser stellen kann, als sein. Das war, ist übrigens die neue Einstellung für Game Modes. Der erste Punkt, ne, Kreaturen. Stellen Sie mal auf passiv, gehen Sie mir im Moment hier und sagen. Auch wenn das immer wieder witzig ist für euch, aber gehen Sie mir halt noch sagen. Audio. Ah, ich sehe schon. Ich bin schon gewundert, warum die Musik so laut ist. Machen wir mal. Weil da hatten wir doch dran rumgefummelt, oder? Aktiviere ausgerichtete Untertitel. Ah, okay. Faszinierend. Jetzt hat sich hier exakt nichts getan. Ich meine, ich kann für mich auch das... Okay, so. Wir setzen das wieder zurück. Lautstärke Ausrüstung. Nicht, dass hier der. Ist hier irgendwo Boombox? Nicht wirklich, oder? Ja, es ist schön, dass man es einstellen kann, aber irgendwie habe ich also nicht das Gefühl, dass das funktioniert. Lautstärke Verbrauchsmaterial. Egal. Haben wir genug mit den Einstellungen rumgespielt? Wir müssen noch ein paar. Genau, das, was ich eigentlich machen wollte. Hier hin. Und schon mal 5 abziehen. So. Statuen, die hier rein müssen. Würde ich gerne. Ah, das passt nicht. Das passt so nicht. Das heißt, wir setzen das gleiche nochmal daneben, aber genau umgekehrt, also dass die hinten den Eingang haben, vorne den Ausgang. Was bedeuten würde, wir müssen uns so rum hinstellen. Dann zuerst links mit Input nehmen. Da sagte, die wären jetzt gleich, aber das sieht gar nicht so aus. So würde ich behaupten, stehen die direkt nebeneinander. Ich würde behaupten, ich habe damit recht.
So, den drehen wir um. Jetzt müssen wir gucken. 1, 2. So, muss das hier wieder. So passen. Natürlich passt es so nicht. Jetzt kommt wieder der Part, den ich überhaupt nicht mag an diesem neuen System. Oder... Also es wäre toll, wenn es einen Blueprint Deconstruction Mode gäbe, bei dem man einfach den kompletten Blueprint wieder abreißt. Die sind ja doch manchmal ein bisschen prickelig hinzukriegen, wie man gerade sieht. Deswegen finde ich das echt mega, wenn es sowas gäbe. Ich würde behaupten, da 1, 2. Wir können das doch hier ab. Die müssen genau an dem Strich sein. So, das passt. 1, 2, 3. Der geht. Und der geht nicht. Oh doch, der geht. Ja, das funktioniert. Gott sei Dank. So, ach ja, wir müssen die Rezepte noch einstellen. Das wäre vielleicht auch nicht so blöd, ne? Aber kein Problem. Gehen wir hin. Machen wir das zuerst. Statue. Wir brauchen da auch den normalen. Wir haben ein Alternativrezept gleich. Nämlich den. Also hier die Siliziumplatinen, die müssen wir bei der dritten Runde nehmen. Weil die werde ich dann nicht per Blueprint machen. Ich hätte hier auch gern, wenn das wäre vielleicht cleverer gewesen. So, das heißt, haben wir. Okay. Hier haben wir die drin. Dann gehen wir hier rüber. Du bekommst nicht die Begrenze aus elektromagnetischen Räumen. Und dahin. So. Und dahin. Okay. Jetzt hätten wir alles. Jetzt müssen wir noch gucken. Das, was hier rauskommt, machen wir als Besten. Ich setze hier hin. Und dann sagen wir uns, okay, das ist nicht wirklich mittig, aber mein Gott. Vier machen müssen. Okay. Macht ja nichts. Wir packen uns hier einen Fusionator hin. Das wäre die Linie. Hier, in der Hoffnung, dass das passt. Nein. Dann
Das müsste einer weiter hinten sein. Hier nur den. Der geht. Damit sind die drin. Sehr gut. Aber jetzt fehlt nur noch von dort. Da rein. Und du kommst. Die kommen hier rein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wenn die Dinger jetzt alle umgedreht hätte, wäre natürlich richtig gut, weil dann könnte ich das von da reinleiten, weil von da kommt es auch. Aber das macht nichts. Mache ich hier vielleicht? Zwar da vorne ein bisschen rumhampeln, aber yes. Schön hier hin. Das hoch genug stapeln. Mama. Ich den hier vorsetze. Hier so hin. So, das ist die Höhe. Mit der Höhe müsste ich doch jetzt den ersten hinkriegen, oder? Wenn ich jetzt den oben drauf setze, weiß ich nicht, ob das mit dem da passt. Okay. Da komme ich mit klar. Dann lassen wir das hier hinlaufen. Geht das alles einen runter? Dann packen wir uns das hier hin. Nochmal einen runter. Dann hier den oberen. Auf den oberen. Den oberen. Den oberen. Zack. 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 Und damit hätten wir hier die Möglichkeit, unser Zeug hinzubringen, was wir brauchen. Weil das meiste kommt von da. Hier braucht Stahl und Stahlrohr und Draht. Stahlrohr haben wir da unten irgendwo. Dort. Und Draht kommt von quasi da hinten. Also von da oben. Achso, optimal. Kommt dann hier an. Könnten wir hier durch ein Loch laufen lassen. Klasse. So machen wir das. Ah. Ist hier. Oh, aus Versehen gut geworden. Was dann noch so machen, dass wir... ein Loch da, ein Loch da. Dann könnten wir nämlich sagen, du bitte dorthin. Du bitte dorthin. Oder ist es sogar schon fertig? Cool. So, jetzt brauchen wir noch 4 Stück. Wenn uns kein Kabel fehlt, ich lasse mich nämlich wieder veräppeln, weil wir sind nur bei 4. Dann sieht das nämlich schon wieder ganz anders aus. Okay. Also was nochmal spannend wird, will ich das Ganze anschließen. Hier haben wir ja schon viel fertig. Da hinten einen großen Teil, aber auch noch nicht alles. Also es sind noch einige Sachen zu tun hier. Aber das sieht doch schon mal soweit ganz gut aus. So, wo packe ich jetzt die 4 Stückchen? Packe ich die 4 hier einfach in eine Reihe? Die
brauche ich für die Computer. Die Computer werden da gebaut. Lass uns mal da gucken gehen. Hier ist... Da wird uns auch das Zeug hergestellt, was wir dann wieder brauchen, um für die Computer da zu arbeiten. Was war das? Wo waren die Computer? Das waren zwei Maschinen. Genau, einmal diese hier. Und einmal die da. Und wir haben hier das Silikat, das wir für die Circuit Boards brauchen. Okay, ist zu breit. Hätte ja auch klappen können. Schade. Sagst du mir, dass Eisenplatten fehlen? Weil Eisenplatten fehlen, logischerweise. Aber halb so wild. Ich meine, das ist. Da drüben ist das Lager. Wir holen uns Eisenplatten. Brauchen wir halt für Döns, ne? So. Das wird hier lustig, den ganzen Shit aufzubauen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Endlich. Ja, Blaupause. Also wir hatten gesagt, hier passt das nicht zwischen, ne? Na, egal wie ich setze, ich krieg da nicht noch eine Maschine reingequetscht. Was ist, wenn ich eine weniger mache und dafür eine übertakte? Dann muss ich auf 36% E setzen. Dann kann ich doch auch hier hingehen und sagen, drauf geschissen, ich setze das genau hier zwischen. Vielleicht so rum. Das machen wir. Spart uns einen Apparillo. Ein Powershard ist jetzt nicht so ein Problem. Wir nehmen uns hier das Silicon Circuit Board bzw. Silizium Platine. Sagen, Einstellung kopieren. Und dann hier hin, fügen ein. Und in dem Fall, weil wir übertakten, würde ich sagen, machen wir den ersten auf mehr. So, du hast jetzt 136. Ja, 136%. Macht 17. Kommt das hin? Ich brauche 42 von den Dingern. 12,5 plus 12,5 sind 25. Plus 17 sind 42, oder? Plus 15 wären 40, plus dann bleiben noch 2 über, also 42. Passt doch. Ich mach 42. Easy. Es passt noch hier zwischen. Es kriegt sein. Was habe ich da hingespielt? Das warst du. Ah, das waren die Aluminium. Macht ja auch Sinn, weil hier wird irgendwas. Wie auch immer. So. Dann hatten wir hier den Quarzsand als Ausgang. Ich habe auch recht, dass das hier rausgeht. Okay, sehr gut. Gefällt mir. Was war das andere, was ich brauche? Kupferblech.
Silberblech kommt von da hinten oben. Da. Eigentlich von hier drüber. Das heißt, es kann ich von oben, und dann wäre es besser, das auf dem Boden laufen zu lassen. Okay. Alles gut. Hier geht das schön durch. So, damit läuft das Zeug schon mal da rein. Können es hier an der Decke entlang legen, hier unten hinten runter. Angeschlossen sein. Sehr gut. Das heißt, wir können uns das Kupferblech da von der Decke holen. Wichtig. Auch den Kollegen hier ist nicht. Ja, easy. Okay. Dafür, dass ich irgendwann mal einfach nur die Dinger anschließen wollte. Kabel, damit ich schon mal was vorproduzieren kann. Hat ja super geklappt. Aber ihr kennt das ja bei mir. Ne? Mein Plan ist ungefähr so gut, bis ich ihn ausgesprochen habe. Dann machen wir was anderes. Aber. Wir sind jetzt so weit, dass ich doch hier hingehen kann. Vorne wird das Kupferblech gemacht. Genau, das kommt hier raus. Richtig. Geht da vorne lang, wird dann hier auch teilweise mitverarbeitet. Das war, glaube ich, das mittlere hier. Ja. Mittlere, macht hier einmal diesen Schräger, geht da rüber. Genau. Bis hier hinten, geht da sogar noch durch. So, vielleicht wäre es cooler gewesen, das woanders dran zu machen. Warte mal. Der obere ist Kupferblech. Oh mein Gott. Thank you.
Bett machen wir noch eben, weil ich glaube. Nee, das war einer zu weit hinten. Ja. Hab ich das wirklich aus Versehen so geil gebaut? Dass ich jetzt einfach nur noch den machen muss. Und damit. Und das auch noch winklig. Ich glaube es nicht. Das war ein Versehen, aber es war ein gutes Versehen. Happy little accidents, würde ich sagen. Meine Fresse, ist das gut. Das ist ja mega. Das war kein bisschen so geplant. Aber Hammer. Der Spaß läuft hier runter und geht direkt da vorne rein. Alles, was hier nicht verbraucht wird, wird unten reingesetzt. Fertig. Mega. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen stolz drauf. Und wir können jetzt noch hingehen, hier einmal unsere Liste aufräumen. Die Kollegen können raus. Wir haben jetzt nur noch Pumpen drin und Pumpen brauchen wir wahrscheinlich irgendwo nochmal hier bei den Flüssigkeiten. Das ist nämlich jetzt das nächste, was wir haben. Wir müssen den ganzen Scheiß noch anschließen und verkabeln. Und ich glaube, ich werde Freitag machen wir das anschließen und so viel wie wir schaffen. Übers Wochenende mache ich dann Verkabelung so weit, dass ich quasi hier überall schon mal intern alles verkabelt habe und dann ja, mir die Anschlüsse gesetzt habe und gucke, dass ich mir irgendwie aufschreibe, auf welcher Seite ich was habe, damit ich das dann wiederum nutzen kann. Ich habe ja praktischerweise jetzt meine Excel-Tabelle mit allen Dingern, die wir hier bauen und dann kann ich da entsprechend gucken, was ist links, was ist rechts. Muss ich mir noch ein bisschen hin und her fliegen. Das ist doch ein Plan, oder? Mal gucken, wie lange er hält. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Und einen Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Äffchen.